Vielleicht, wenn wir bessere Salvage Skills hätten. Oh, das kann. Ja, ja, ist alles gut. Gar kein Problem. Guck mal, wir verkaufen euch sogar. Ja, nicht euch, aber den Piraten. Es sind doch keine Steuern hier drauf. Ich glaube, ihr habt einen Hang. Okay. Bam. 400.000 für uns. Den Gamma-Core behalten wir den. Ja, fürs Erste. Das kann auch weg. So, 410.000. Das ist mal eine 500.000. Können wir doch mal arbeiten, oder? Damit könnten wir doch arbeiten. iPhone Reaper Launcher. Aber Last Battery. Hi Drexler. Yeah. The day will come when I will play Star Sector in English. Probably. I actually don't know. Sometime in February next year. Lol, yeah. I know, it's an awfully exact estimate, but I am really... let's say I have a lot of projects to do. So, yeah, it will have to wait. Operation Center, fuel arm package. Das wäre eigentlich ja schon ganz geil, aber gute Waffen, nicht wirklich. Naja, es gibt noch die Sabers von vorher. Meister Garmisch. Also jetzt kommen wir mal zum Interessanten hier, ja? Die interessanten Sachen. Ja, eine Anvil-Variante vom Lasher. Legionary Heavy Destroyer mit einem D-Mod leider. Oh ja, das ist diese Gauss-Geschichte, die wir vorhin gesehen haben, der Artillery Cruiser. Erratic Fuel Injector. Damit könnte ich leben. Most Energy Small Universal Medium Hybrid. Jetzt müssen wir ein schwerer Zerstörer. Also Kandidat Nummer 1, ja. Steht schon mal. Outlander. High Energy Focus, Large Synergy. Large Synergy ist halt. Ah, ja. 200.000. Sebastus gibt's auch. Das schon, wenn. Könnten wir. Nee. Bei Kreuzer theoretisch. Birn von 8 und du hast ja auch 8, wenn nicht sogar 9, du hast auch 8. Du hast ein Omni-Shield auch zum Glück. Also wir holen auf jeden Fall den Outlander. Bye. So. 307.000. Never seen it before. Yeah, I actually have built it by, but my officers had destroyed it. Or basically died in it like 2 times in a row. So it might be a good player ship, while it is not a very good AI control ship. And it has a large synergy slot, so that's something that I like. Yeah, it's nothing Sebastos. I like most ships, yeah. Yeah. But there are some ships that are like kind of really squishy. And most AIs, at least you use an officer that is like cautious. Most of them just buy them to wreckage this Sagadas Zerstörer. Ja, komm. So. Jetzt können wir Piraten bekämpfen. Der Korean Gunship vielleicht noch. Die würde ich noch anmachen. Zerstörer. Ah, oh, Lilly. So geil. Mit dem Chroma Key, ne?
blendet Lillys Schwanz hier echt. Ah, nee, da ist er. Guck mal. Hey. Medium Missiles, Small Energy, Medium Energy. Oh. Und eine Drone Bay noch. Go. So, wir haben nicht mal auf den Bazaar geschaut. Rottweiler, Heavy Cruiser. Ah ja, das sind die ED Shipyards. Large Universal. Krass. Vindicator. Theoretisch. Sagt, wir müssen noch fürs Video, aber dann geht's. Also jetzt erstmal refitten, ne? Oh boy. Hier eine Tachyon Lance. Ach, das wäre so schön. Aber wir haben zumindest ja ein Plasma Cannon. Das ist ja schon mal etwas. Damit kann ich umgehen. So, Medium Energy ist hier vorne. Wir haben hier Medium Energy Hardman. So, wir haben ja echt viel Zeug dabei. Eigentlich? Mal, seid ihr. Ah, ich seid auch Energy. Nach vorne von der Energy. Moment mal. Die Machetes? Du erst eigentlich damals in Chat. You have a list of mods you are using with this playful. Kind of. I can post it for you. It's kind of a makeshift list, but it's actually, when I do it this way, it's actually better than. Alright, wait, we'll do it a different way. The mod list is actually in. Or beneath all of my videos for Star Sector, the newest of the new season. Someone just pick one of those and we'll post the link to it. So there, you just have to scroll down to the description and you'll see all the mods. Oops. Yeah. What's Red Strings Club? What? What? Ah, that's a cyberpunk bar keeper simulator. Disappointed. Yeah. Unsubbed. Sables. Yep. Okay. Okay, ich schon so, okay, wir bräuchten eigentlich hier vorne. Wir Iron Beams, zwei Stück. Ja. 950. Jesus. Missile Racks. Targeting Core. Efficiency Overhaul. Was Barkheads. Oh mein Gott. Mein Gott. Sich nur auf die Missile Racks? Ich denke schon. Sollte so passen. Not sleazy, now you want to start playing Star Sector again. Want an Imperium playthrough next. They got those sweet unique upgrades like Allied Package. Yeah. Actually, they actually have, but I hardly ever use them, to be honest. Most of the time I'm so fascinated by like 10,000 factions at the same time. So most of my fleets are really mixed and stuff, so. But the Imperium is really a good, like, in the midline faction. It has some great ships out there. Plus all the special stuff that it brings, like the Byzantium yards and stuff like that, or like the their crazy system in the northwest. It's a good one. Okay, so, lass mal sehen, ne? 1000
45, wenn wir hier rauskommen. Ja, es ist echt too much. Vor allem, wir müssen hier vorne noch irgendeine Point Defense, eine dicke, raufpacken. Möglichst. Irgendwas an Primary Role Defense. What the hell? A cheap PD capable weapon. Continuous fire round of the mini blaster. Fire. Seems legit. So, jetzt hier hinten. Tacticals. Point Defense Lasers. Go. Yeah. No Iron Beams. Yeah, actually, the light overclocking systems are really strong if you are if you play them well. That's true. Yeah, Imperium has had, does have some really good stuff. Mini blaster arrays. Wait. It's really? Es ist alles echt hier. Gott, das Denglisch, ne? Verdammte Scheiße, wie kriege ich das denn? Wie kriege ich das Ding hier hin? Ich meine, klar, die frisst schon eine ganze Menge. Ich denke, wir machen hier vorne einfach kleine Ionenkanonen drauf. Das sind wir noch bei 1275. Und hier vorne braucht man trotzdem den Mini-Blaster. Array Dingsbums. Brauchen wir. Ja, doch. Sonst sterbe ich hier wieder an. Efficiency Overhaul. Bye bye. Okay. Wo haben wir es denn? Defense. So. Ja. Kapazität. Weapon Groups. Really. Matic. Group 3 Alterating. Group 1. Ja, also vor allem die Plasmakanone. Die macht halt. Ja, Alterating, das passt schon. Ja, und wir haben halt viele Sabos, aber was soll's, das passt schon. Auf der Gegner, then back to Turing this chat English. Yeah. Have a good one. So, Photobeam-Kanone ist eingebaut. Die kleinen Hybriden-Turrets hier. Ja, da gehen wir vorwiegend auf. Okay, es gibt nicht genug Valkans dafür. Das ist ein wenig blöd. Was hätten wir denn hier? Könnten zwei Contender-Cans durchaus auch draufpacken. So. Und hier noch mehr. Point Defense. Was hier Light Machine Guns. Hier hinten. Ich hab. Warte mal, ich habe hier noch eine. Hatte ich hier oben die Ahnung? Ja, genau. So. Dann. Das sind natürlich noch überhaupt keine Waffen gescheit. Okay, warte. Ray Guns. Dann füllen wir mal auf hier. Sie mal 50. Bei dir brauchen wir auf jeden Fall auch die Infosparkets, damit uns das Ding nicht um die Ohren fliegt, ziemlich schnell. Und hier definitiv Expanded Missile Racks, weil wir hier zwei Medium Missile Geschichten haben, zwei Harpo und einmal Amports. Oder Leverets. Andere Kanonen, die exklusiv machen aus den Contenders, die haben halt zu wenig Reichweite, das ist das Blöde.
Trotzdem auf die Level Reds, glaube ich. Mehr Anti-Shield-Gedöns. Dann kann er damit und damit arbeiten. Und er hat ja noch das Ding hier, den Energy Beam nach vorne. Für 10. Für 11. Was wird Magazines, Efficiency Overhaul, kann man dann schon noch mit reinpacken. So, okay. Und unser Zerstörer hier. Kommt wieder Drone Bay. Built in. Medium Missile Hardpoints. Medium Missile Hardpoints. Das heißt, du kannst echt Tarpon MRM-Pods noch mitnehmen hier. Mal die zwei Typhoon Reaper Launcher. Uff, ich habe das Gefühl, ich will dieses Ding hier spielen. Small Energy Turrets. Die nicht nach vorne, sondern seitlich. Okay, zwei Tactical Laser. Medium Energy. Wie shit hat das Ding? Fast zur Hölle. Okay. Gut. Hier die zwei Einbeats noch. Das ist halt fast sustainable. Das ist unfassbar. Abgesehen davon, dass wir eigentlich ja hier auch noch ein paar Halmots haben. Keine Einbeams für uns heute. Wir müssen da. Panzerlaser? Panzerlaser? Das Layout ist so komisch. Das Layout ist so unfassbar komisch. Ja, komm, noch ein Tactical Laser. Warum eigentlich nicht? So, wir brauchen die. Scheiße. Oh mein Gott. Ich merke schon, wo das Problem bei dem Ding hier liegt, ne? Und wenn wir große Launcher mitnehmen. Wo immer sie sind hier. Und viele Vents mitnehmen. Dann können wir hier nur sehr günstige Point Defense reinpacken, was okay ist. Okay, also die brauchen wir auf jeden Fall, wir müssen das Ding recovern können zur Not. So, und jetzt die zwei hier. Ja, ohne dass das Ding völlig durch die Decke geht. Double Eye Pulse Laser. Ja, das ist okay. Interessantes Teil. Oh ja, Crew. Natürlich. Ja, rein. Und Kra bekommt natürlich den Sebastas hier. Ist cautious, was gar nicht so schlecht ist tatsächlich in dem Schiff. Den coolen Zerstörer packen wir mal hier vor. So. Okay. Sehr gut. Dann benötigen wir mehr Crew. Sortieren mal schnell. Die andere Richtung des Sortierens eigentlich, aber egal. 649. So. Danke. Supplies. Jetzt wird's langsam. Ja. So. Schon sagen, jetzt wird's langsam ein bisschen knapp hier. Ah ja, wir können, richtig, wir können ja auch Contractory. Wie war das denn? Direct AI Cost to turn in. So. 20.000 und Reputation Points. Da können wir die echt gut verwenden. Wir haben schon 14, wir sind schon favorable, also. Das ist gut. Wie commission bei der Imperium? Ja. Wir können nicht wirklich die Commission raushauen, weil. Ne? Die Typen sind noch nicht mal auf der Karte. So, jetzt haben wir die sortiert hier. Okay, gut. So, dann. Marius Oberon. Was kann er dann? Auch cautious. Evasive Action Gunnery Implants.
Dockside Bar. Concert with the IBB-Pin. Okay, nächste Bounty. Ah ja. Rick's Barlow. Die sollten wir hinbekommen. Definitiv. 80.000. Okay. So, wir fliegen Bounties jetzt. Freunde. Wir haben jetzt Schiffe. Wir haben jetzt Schiffe, mit denen wir kämpfen können. So richtig. Also zumindest etwas mehr als vorher. Ja, ich bin schon so verwirrt, dass ich gar nicht weiß, was ich machen wollte. So, eigentlich wollte ich hier hin. Okay. Hier ist eine Pirate Base. Base has been targeted in the Star System. Ja, wir können die Location kennen, aber nicht. Die hängen beide da drüben rum. Wo bist du denn? Ach, du hast die Custom Cerberus-Geschichten. Lots of Flame Containers, lots in near a volcanic world, and a system of a giant primary star. Okay, also da oder da. Ich meine, können wir es mit ihr aufnehmen? Die hat eine Conquest. Und 5 weitere Schiffe. Ich glaube nicht. Warte, und wo ist sie? Sie ist mit einem Yellow Primary. Okay, dann versuch mal Xaphasaur. Okay. 3,5 am Tag ist immer noch sehr, sag ich mal, menschlich vom Lilly hast du? Och, Lilly. Jo, Katzi. Du hast, glaube ich, echt meinen Sound ausgemacht, ne? Zumindest nichts mehr. Dieses Spiel zeigt mir auch nichts an, ne? Ja, hier. Ja.